YouTube. Hallo Leute, herzlich willkommen zur später Stunde für uns. Ja, wir sind wieder zurück bei FIFA 14 im Pro Club. Part 7. Schon im Part 7. Das ist ja unfassbar, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Sind jetzt auf dem Weg zum Titel, haben 12 Punkte. Der 13. Punkt würde demnach bedeuten, wir haben den Titel und wir wären dann in Liga 7. 8. Oh mein Gott, wir sind immer noch in 9. Oh, ich könnte brechen. Naja. Legen wir los. Hauen wir den nächsten Gegner weg. Haben eine gute Statistik. Ich glaube 8-0-1, ne? 8 Siege, 0 Unentschieden, eine Niederlage. So gut waren wir noch nie zum Anfang. Doch, wir hatten schon mal auf FIFA 13 so eine Serie gehabt. Aber das hat sich dann irgendwann mal schnell verworfen, weil Raphael in dem Spielsitzung nicht länger. Ja. Raphael mal gerne hier rote Karten gekriegt hat oder ist. Ah ne, da war es noch nicht so schlimm, wenn man immer gerne rausgeflogen ist, so war das. So. Was machen wir jetzt? Okay. Natürlich auf den nächsten Gegner, und daher ist dieser Gegner schon gefunden. Ich habe im letzten Part gesagt, 2011, wo alles begann. Stimmt nicht ganz. Das mit YouTube begann, glaube ich, ein Jahr später. Ich glaube, 2012 fing das an. Aber 2011 hat so seinen Ursprung, da hat der Dominik dann einfach mal gesagt, ey. Also eigentlich war das relativ zufällig. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon kennt oder. Nein. Ob wir die schon irgendwann mal gesagt haben, dass das relativ zufällig war, wie das so zusammengetroffen ist. Eigentlich. Komm, mach mal den Geschichtenopfer. Geschichtenerzähler. Also ich weiß noch, dass es zumindest waren wir. Also ich kann aus meiner Sicht mal erzählen. Also ich war erst in einem Spontanspiel, hab einige Türchen da gemacht, hab auch relativ gut gespielt und dann sagte der, also wurde ich von dem Druck Superstar, den ihr noch mal gesehen habt in FIFA 13, glaube ich, oder? Nein, in FIFA 12 dann. Der hat uns dann, also zumindest mehr oder weniger zusammengeführt in ein Team. Und mich wollte man nicht wirklich rausrücken. Ich bin irgendwann nach einer Zeit bin ich ja gegangen, weil ich dann selber keine Lust mehr hatte, weil da irgendwie immer noch Stress war. Und Dominik hat sich die ganze Zeit immer angelegt mit dem Turk. Gar nicht. Nö, ich erinnere mich noch genau an die Wortlaute. Ach nee, mit dem AC Speedfighter war das. Ja. Nicht mit dem Turk. Ja, siehste. Ja, und dann gab's. Da waren ganz schlimme Wörter gefallen. Ja, und dann gab's mächtig auf die Hose, Dominik lag am Boden, blutig. Und, nein. Was? Also. Was war denn. Was? Achso. Ach, ich hab gefoult, oder was? Dann wurde ich irgendwann, ich weiß nicht, der hat mich dann irgendwann mal angefragt, der Dominik, und dann hab ich dann irgendwann gesagt, also am Anfang hab ich gesagt, nee, kann ich nicht machen, geht nicht. Und dann hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr auf diesen Club, auf diesen einen. Und dann bin ich dann zu Dominik rüber. Wir haben dann angefangen zu zocken und so. Waren sehr erfolgreich. Ja. FIFA 11. Aber ich hoffe. Ach, da gab's das dann noch gar nicht. Das waren ja nur Ranglistenspiele, mehr oder weniger. Da hast du dich schon gefreut, wenn du mal gegen einen oder. Ja, wenn du gegen Mannschaften gespielt hast. Sterne, da ging's, muss man um Sterne spielen. Ja, genau, wir haben nie die 5 Sterne gekriegt. Ey. Wie immer. Immer bei 4,5. So, die gehört ja gar nicht zu uns. Aber ist auch gerade ein bisschen schwer zu erkennen, wer ist. Wir sind die gerade. Wir sind die jetzt gerade 1-0 zurücklegen. Achso. Aber zumindest das war die Geschichte, wie alles begann. 2011. Die schlimmste Geschichte, die ich hier gehört habe. Ja. Oh, 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 oh. Mal, nur wenn er in den Weg fliegt. Mhm. So, komm. Spiel. Ja, okay, kannst du meinen. Na. Achso, ich hab gedacht, das wäre einer von uns. Ich tue die ganze L1, warum krieg ich den Spieler nicht? Warum krieg ich den Spieler nicht? Nein, ey. Wie kann sowas passieren, ey? Okay, man kann die leicht unterscheiden, aber ist schwer. Da wollte ich. Das war jetzt ein Widerspruch in sich, wa? Man kann nicht unterscheiden, aber.
Ich wär. Oh, der ist gut gespielt. Genau für die Schnelligkeit ausgemacht. Boah! Alter. Ich schweige und genieße. Das ist mehr als. Bitteschön. Boah. Den möchte ich nochmal sehen, ey. Der rutscht da oben über den Schlappen und fliegt oben. Jetzt geile Perspektive. Besser kann die nicht sein. Boah. In den Knick, ey. Bunga, bunga. Die ist am besten, die ist am besten, ey. Oh, ich wurde aus dem Spiel genommen. Und dann der Pedro, der grinst, ne? Ja, ich schweige und genieße, weil das macht den Fußball hier so schön. Und FIFA 14 ist auch von heftig, ey. Wow. Wow. Ey, das ist geil mit solchen Schüssen, weißt ja, du? Ja, genau, das haben sie ja auch neu gemacht, dass dieses, na, wie heißt das noch? Pure Shot. Genau. Pure Shot war das. Komm. Na, Granado. Boah, Granado, Mann. Oh, Handspiel. Ey, da stehen drei Mann davor, ey. Das ist schon echt mies. Warum spielst du mich nicht quer? Ist doch besser gewesen. Oh. Nein. Pure Shot. Oh. Nochmal. Oh. 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 Und da rennt er noch rein. Ne? Aber Zweikampf. Ich wollte gar nicht hinrennen. Der ist einfach automatisch runtergerannt. Wir müssen uns mal demnächst richtige Themen überlegen. Wie Themen? Ja. So. Über was wir reden wollen. Wie? Worüber denn? Wie? Wo denn? Wir haben ja hier nicht so viel im Moment zu tun. Oh! Ah! Wie macht er den denn nicht? Ey, den muss er machen, ey. Bünger, Bünger. Der Götze spielt bei Schacht der Donetsk, gell? Gell. Gell. Ja, Freilich. Komm. Jawohl, oh, die Position kennen wir doch. Oh, nicht schon wieder. Mein, ah, legen sie den noch vor, ey. Oh. Ich hab den nicht mehr so richtig, oh, was war los? Nein, Gott, ey. Abseits, ja, abseits. Verzweifelt sind die doch. Wo ist denn jetzt der Granado? Ich seh den Granado gar nicht. Ich seh den auch nicht. Na. Will ihn überhaupt einer sehen, ey? Ja, ich. Ne? Vor allem mit Vollbart. Der sieht jetzt wirklich aus wie ich. Nein. Ihr müsst mal sehen, wenn der El Granado lacht. Er lacht wie ein Pedro. Nein, ja. Der kann nicht sehen im Mund. Alle Kauen. Wollte mal vernünftig kauen, aber geht nicht. Ah, was macht der denn da? Jawohl, so ist besser. So ist besser. Jawohl, und wunderbar. Und hau mal einen runter. Boah. Was ist denn jetzt mit dem Bus? hab ich gemacht? Hau mal einen runter. Aber nicht so ein runter. Wer ist denn jetzt von uns? Ach, der nicht. Ach so, der nicht. Mann, ey, da wird wieder so ein. Wer wieder, genau. War wieder so ein geiles Ding, ey. Ja, wo ist denn der? Ach so, das ist der Bunga, der wieder im Absatz wird. Wollte ja sagen, warum kann ich den Granado denn nicht nehmen? Boah, die Pässe sind erste Sahne. Ach, du Scheiße, so der mit dem Notfall. Ja, was soll ich machen aus der anderen Position, genau, Position. Ich muss ins Bett, Petition, ne. Und eine Position. Alles klar, machen wir. Erinnert mich so ein bisschen an Postel. Muss da auch so eine Mission machen. Oh! Meine yes. Güte, ist das schön. Ist das schön, ey. Ich hab den diesmal nicht so einen Knick gehauen, ey. Schade. Und wann hab ich Tränen gelacht, ja, yeah. Ey. Oh. Und hab ich Tränen gelacht. Boah, hätte wieder so eine geile Flugkurve gehabt, ey. Herz und bleib bei mir. Jetzt singt der wieder, ey. Ach, Tormusik, dann schenk ich dir mein ganzes Herz und... Ja, vielleicht sollte ich mal wirklich Tormusik machen. Geht ja nicht. Oder kann... Nein, geht oder nicht. Kannst du die anmachen im Hintergrund. Ja, Tormusik geht nicht mehr. Komm, Bunga. So ein bisschen laufen. Was dir gefällt, na 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 na, die ganze Welt, na. Da muss ich einfach im Video eine geile Tormusik einführen. Ja. Geht ja. Müssen wir uns gleich mal aussuchen. Seit wir nichts gefunden. Oh, Timo B. IEC. Das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch.
Felsenwaffen und. Oh, IEC. Hey, yo. La 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 la. Achso, ich hab gerade wer war von uns. Einfach mal den Ball nach vorne schießen, damit wir wissen, wer ist. Ah, da ist der Bunker, der rennt schon wieder einschussbereit in Richtung Tor. Hat schon wieder mal die Latte getroffen. Das frage ich mich jetzt ja mal ganz ehrlich. Wie machst du das? Haben wir ja ein Tor gemacht, ne? Und der, das 1-0 war ja knapp auch unter der Latte, das war schon. Ach ja, scheiße, voll. Granado deckt das hier ganz gut ab, das Feld. Ah, das sind vorbei. Ey, der hat so viel Platz, ne? Jawohl. Pum. Oh! Ohne gibt's eine Ecke. Also, war von denen, oder was? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich ihn weggeköpft habe. Der Rotenberg, ey. Ist hinter der Spitze. Ich habe ja schon mal so ein Ding gemacht nach dem Freischuss. Ah, ne, oder ein langer Ball. Und dann habe ich den ja ins eigene Netz geköpft. Ja, ich kann das sehr gut. Boah, das ist irgendwie rausgelaufen von selber. Und ich wollte ihm doch den Ball in die Arme köpfen. Und in dem Fall macht er das dann einmal Klick. Und drin war das Ding. Und dann spielst du 1-1. In einem Spiel, was du eigentlich hättest gewinnen müssen. Hat er Pech gehabt. Schade. Kopf hoch. Weiter geht's. Kopf hoch. Oh nein, ich dachte schon, ey. Rum. Ging Schacht ja Donetsk. Nein, Tor. Nee, so doch nicht. Der kann das nicht so wie ich. Ah, du gehörst zu uns, ne? Er gehört zu uns. Ah, will er wieder nicht spielen, ne? Ich wusste gar nicht, wer ist, ey. Was? Achso, Abseits, okay. Dafür, ne? Dass wir normalerweise die Trikots kaum noch, also dass wir nicht wissen, was die Gegner für Trikots haben, kommt es relativ selten vor, dass sie dieselben Trikotfarben haben und Tor. Jetzt können sie auch rausgehen. 52. Minute. Bunga yeah. Macht Tor Nummer 2 an diesem heutigen Abend. Was macht der denn für einen Jubel, ey? Guckt euch das an. Mit links, ey, ist er unten. Haltbar, ey. Der Junge wollte das. Und achtet mal gezielt, für die, die das nicht kennen, auf den Rasen, der in dem Moment hochfliegt. Der Rasen, wo ich auf dem Boden stampfe, hat jetzt eine gewisse Höhe. Hier. Und er macht. richtig Daumen heute in die Finger wieder lecker. 50. Minute. Wer weiß, wo die schwarzen Flecken auf dem Handschuh herkommen. Unser Gegner heißt You Like It und Bunga Bunga mag es hier total. Das sieht man ja auch. Er ist ja total heiß auf dieses Spiel gewesen. Gerade zu Hause auf heimischem Publikum wollte er nochmal zeigen, ey Jungs, ich kann auch treffen. Und das zeigt er ja eindrucksvoll. Kann er eigentlich nicht, der verarscht nur alle jetzt. Der tut nur so, er hat gar nicht getroffen. Hier, die Handschuhe haben schwarze Flecken, wo der die auch immer kommen, ey. Bestimmt von hinten abputzen. Oh. Ne, Pigmentstörung. Nein. Warum bitte denn immer dunkler? Ich weiß es nicht. Michael Jackson wurde auch ist nochmal weiser. Ist so eine arme Sonne vorbeigeflogen. Herzog, langer Ball nach vorne. Na komm, jawohl. Spiel. Ah, ich kipp gleich um. Boah, fick dich, ey. Der stille Genießer. Sehen, was ich machen wollte. Wenigstens haben wir den wenigstens aufgenommen in der 4-0. Also das war ja jetzt mehr als geniale. Ja, wir sind jetzt in Liga 8. Oh, ja. Ich denke mal, wir haben wieder einen halben Stern dazu gewonnen. Anderthalb Sterne dürfen wir jetzt haben. Da muss ich mal gerade eben gucken. Ich habe keine EP gekriegt, warum auch schon. Immer. Jo, anderthalb Sterne haben wir. Ja, warte, ich guck mal nach der Uhrzeit. Also der Aufnahmezeit meine ich. Ach, 14 Minuten. Meinst du, können wir noch weiter? Aber, ja. Was meinst du? Ja, können wir noch. Können wir noch eine Partie hier dranhängen? Mhm. Wo ist der denn wieder? Ach, der ändert wahrscheinlich das Stadion. Richtig. Wobei, das ist eigentlich ganz geil bei BC Plays, aber da kann man ja immer noch mal wieder drauf zurückgreifen. Jetzt versuchen wir es nochmal in Gelb, aber Hut ab. Wie viele Minuten haben wir jetzt?
14. 14. Ja, okay, dann wird das heute mal eine extra lange Folge, außer wir schießen Gegner wieder in Grund und Boden. Jetzt in der neuen Liga. Also mit dem 4-0 waren die richtig gut bedient, auch wenn beide Mannschaften in Weiß gespielt haben. Muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab und die Tore, die da gefallen sind. Man bedenke das 1-0 von Bunga Bunga, wie er ihn einfach mal über den Schlappen so ein bisschen, also mit dem Ausriss mehr oder weniger schießt. Ja, weil oben links in den Knick, also vom Tor aus oben rechts in den Knick geht. Dann kam El Granado zum 4-0, was auch sehr, sehr geil war. Geht rechts vorbei, schießt oben links rein, also wir vom Torwart oben rechts. Also der Torwart, der fühlte sich bestimmt irgendwie ein bisschen verarscht. Und gerade mein Michael Jackson-Jubel fand er nicht so toll. Die Tore... Watch Dogs, das 3-0 war auch geil von Bunga Bunga. Was war das 2-0? Ah, das Spiel ist jetzt nicht mehr verfügbar. 2-0? Wer hat das gemacht? Du auch? Nein, das war der Computerspieler. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, mein Gott. Ich bin geblendet von... Nach einem Schuss von mir hat der... Ach ja, genau, wo er einfach nur reingedrückt hat. Alles klar, weiß ich wieder. Die Tore waren einfach zu schön, um wahr zu sein. Von daher, ja. Watch Dogs, darauf freue ich mich. Ach ja, kann ich auch spielen. Ultra. Kann ich nicht auf Ultra. Ich glaube, das geht nur nur auf Mittel. Leider. Da hätte ich einen Intel-Core nehmen. Das geht in Koop, glaube ich sogar. Hä? Ja, kann man. Schreibt in die Kommentare, sollen wir Watch Dogs machen? Zusammen. Na, unser neues Stadion aufpassen. Kennt ihr doch. So wie Kennen Lynch. Oh. Oh. Was? Kennen Lynch war auch ziemlich geil, aber schnell vorbei. Eigentlich schade. Ja, wir waren so gut, deswegen. Und das war ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Kennen Lynch. Hätte man mehr drauf eingehen können. Aber jetzt sind wir erstmal in Liga 7. Das Beste war, wo beide nackelig waren. Ja, durch die. Durch die Pixel. Ja. Wo alles verpixelt wurde. Nein. Eklig. Oh. Tore mag ich wieder. Da gibt's, glaube ich, keine Uncut-Version von, ne? Nein. Okay. Das ist ab 18 schon gewesen. Das sollte man einfach nicht sehen, das ist so eklig wahrscheinlich gewesen. Ja. Vor allen Dingen von, ich kann jetzt nicht mehr auseinanderhalten, die beiden. Oh. 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 Der läuft schon erstmal drei Knoten in den Beinen und dann haut er ab. Oh nein. Das ist Liga 8, oder? Ja, Liga 8 ist schon wieder deutlich schwerer. Ihr seid mitten dabei. Mitten dabei, genau. Mitten dabei. Ja, ich bin fertig, oder? Ich bin nur dabei. Ich kann heute nicht mehr. Wir wollen auf keinen bestimmten Sender anspielen. Fernsehsender. Warte, ist ruhig. Meinst du? Ruhig jetzt. Hacke. Okay. Ach, warum spielt ihr den? Die können immer noch nicht passen. Ach ja, ich hab den gerade getunnelt, wa? Oder in der Bezirksliga kann man das mal machen, ey. Wir haben ja schon wieder 1,5 Sterne. Ja. Die werden also immer besser. Und irgendwann müssen wir gehen, also gehen wir auf die Version, genau. Mein Gott, ist schon spät, ey. Bin schon völlig fertig. Auf die Mission, wollte ich sagen. Wir gehen auf die Pokalmission irgendwann. Das haben die jetzt auch neu gemacht. Das wollte ich auch eigentlich noch erwähnen. Pokal kann man jetzt eigentlich täglich spielen. Aber natürlich nach allen 24 Stunden wechselt dann, also wenn man jetzt einmal angefangen hat. Der Pockel. Ja, genau, dann fängt das eigentlich wieder von neu an. Also man verliert dann. Danach wechselt der Pockel immer. Also man verliert dann eigentlich, sein Spielstand in dem Sinne. Zumindest den Pokalspielstand, wenn du, angenommen im Achtelfinale stehst oder sagen wir mal im Viertelfinale hast das erste Spiel gewonnen, dann spielst du mal 24 Stunden nicht diesen Pokal, spielst in der Liga weiter und ich habe den ganz schön Knoten in den Beinen gelaufen. Dann fängt es halt auch wieder von neu an. Müsstest du dann beziehungsweise müsstet ihr dann ja wieder von neu anfangen. Aber in dem Fall nicht allzu schlimm, außer man ist im Finale und das ist gar kein neues gewesen. Anfang.
Wir haben, glaube ich, schon 3 oder 4 Pokale geholt, oder? Also nicht in diesem Team. Wir hatten nämlich ein anderes tolles Team. Ja. Aber es heißt immer gleich. Oh! Jetzt mal gucken, ich spiel von Granado. Auf Bunga! Bunga! Tor! Wichtig. Das lässt er sich nicht mehr nehmen. Ja, ich mach mit. Ja, genau, den meine ich. Wie geht der? Wie geht der nochmal? Wie geht der nochmal? Den habe ich doch vor kurzem auch mal gemacht. Mit L1 und den rechten Stick die ganze Zeit nach unten halten. Ja, doch, ey, scheiße. Richtig geil mit dem Arschrutscher. Ja, nein, ey. Den trifft er noch nicht mal richtig, ey. Ich hab nicht gefragt, wie der geht, ne? Oder? Mhm. Ich hab gerade nachgeguckt. Ach so. Also vorhin. Ich hab nachgeguckt und dann war der da. Oh, 9-11. Das ist die Feuerwehr. Ja, entweder das oder. Oder. Weiß ich nicht. World Trade Center, 9-11. Nein. 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 Das ist aber eher die. Jetzt! Bing Bam Bong. Jetzt. Ja, scheiße, komm. Mann. Oh. Ja, scheiße. Okay, warte auf mich. Der hat einfach von selber was gemacht. Bin zur Eckfahne gelaufen, ist einfach runtergegangen. Was hat der denn? Du rennst zur Oma. Ich drück dich auch viel zu früh, so scheiße. Batz. Ey, der knallt er den auch noch rein, ey. Nee, was ist das? Guckt euch an, boah. Der arme Pfosten, der hat schon Angst gekriegt, ey. Und das Geile ist, achtet auf die Fans. Oh, ich würde uns spielen. Die gucken. Ey, wie die jubeln, guckt mal außerhalb. Der eine da. Der eine in der obersten Reihe, der geht. Ja, er springt die ganze Zeit. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, auf dieses Jahr wieder, auf FIFA 15. Ja. Ja. Ich will mal wissen, wie das mit den Fans und so weiter geht. Also es sieht schon ziemlich stark aus, muss ich ehrlich sagen. Er muss ja erst auf der PS5 warten. Ja, die hole ich mir dann auch noch für 3,50 €. Ja. Ich weiß nicht. Die wird bestimmt teuer. Ja. Angebot und Nachfrage ist ja immer so. Ja, aber normalerweise, ja, sehen wir ja. Angebot, Nachfrage. Wie war das Angebot? Oh. Naja, komm, ich hör auf jetzt mit von Schule zu reden. Macht keinen Sinn jetzt in die Uhrzeit. Komm, drück den weg, ey. Flanke. Aber nicht in die Arme des Torhüters. Oh. Hat er vor. Nach vorne. Nach Tor, genau. Vorne bumsen. Letztes Mal, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Bild.de habe ich so ein von den Leserreportern irgendwie diese lustigen Fotos mal durchgeguckt und dann stand da irgendwo bei so einem kleinen Roller, bitte nicht bumsen. Ach, das sind Was soll der für eine Da war ich mal als kleiner Junge auch, das sind solche Fahrkutschen gewesen, genau, solche kleinen Fahrkutschen. Da steht dann bitte nicht bumsen. Für die kleinen Kinder. Natürlich. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich. So kann ich jetzt nicht mehr schlafen, ey. So. Warte, ich komm mit. Musst du selber machen. Tor nicht. Na, ist kacke, ey. Weil er so entspannt ist. Vorm Tor. Der hat die Angst gekriegt, dass er vielleicht ein Tor schießen kann. Ja, ich wollte es schön machen. Ich wollte euch nochmal was bieten, aber. Er hat's einfach nicht drauf, das ist es. Er hat's nicht drauf. So. Aber die haben das schön ausgespielt, ey. Nach dem Eckball. Boah, ich kann abseits. Wer kann abseits? Wenn er mal zum Ball gehen, ey. Mein Gott, was macht der denn da? Und dann spielt er noch einen Fehlpass. Und in so einer Situation, ey. Oh, den. Oh, sehr gut. Oh, boah, wir sind mal in den reingelaufen. Ein Stück Aua, weiter. Ich bin verletzt. Ja, auch jetzt. Ah, schade. Ich bin wirklich verletzt. Ah, jetzt bist du aber nicht mehr verletzt. Jetzt stehst du ja wieder. Ja. Aber er spielt den Ball. Oh. Der Rest durfte einfach nicht gezeigt werden, weil es einfach zu brutal war. Nee, der hat den Hintern erstmal schön, Komm, jetzt direkt in die andere Richtung. Ja, ey! Mann, bin ich so, jawohl. 2:0 Halbzeit.
Ach ja. Boah, die haben 0 Tore, 5 Schüsse, 5 aufs Tor. Ich habe gar nicht geguckt. Ist das schön, ey. 2-0 in der neuen Liga. So. Oben. Boah, ey. Die Franken kriegen sich bestimmt, spielen die wirklich in unserer Liga? Ja, gerade aufgestiegen, ja. Nüsse. Boah, ja, das sieht aber nicht so aus. Ja, gerade abgestiegen. Guck mal, ja, er wartet noch mal ein bisschen langsam. Sieh's nur einen an. Genauso wie beim letzten Mal, wo einfach nichts passiert ist, wo einfach keiner mehr zum Einwurf geht. Das war natürlich auch eine geile Situation. Keiner geht mehr zum Einwurf, der steht einfach die ganze Zeit an der Eckfahne und wartet. Soll ich jetzt schon wieder einwerfen? Ja, da war ich glaube ich bei, ja. Ne? Ich meine ja. Dankeschön. Vorgelegt. Granado braucht auch mal wieder eine Vorlage. Eigentlich ja nicht, aber. Hatte? Jawohl, und. Ey, ich trinke mich mit Reis. Was ist das denn? Vor allem, ich spiele den Ball noch zum Glück nach vorne, ey. Oh, knapp. Fast abseits. Naja, aber im richtigen Moment sieht man jetzt in der Situation ganz gut. Der Torjubel ist der Beste. Ich möchte ihn noch mal sehen. Hey, sexy Torjubel. Ne, zeig mal mir den Torwart. Das ist immer mir immer ein Schöner. Ey, der Torjubel ist der geilste. Echt geil. Ja, Pro Club macht endlich wieder Bock. Und endlich wieder aufnehmen. Das war so das Ziel in den letzten Wochen. Wochen? Monate? Jahren? Gefühlt. Die schlimmste Zeit war die, ja, die spielerlose Zeit, wo ich einfach halt allein war hier im Pro-Club, wo ich einfach gedacht habe, warum ist denn hier keiner? Warum will mich denn keiner haben? Und keiner wollte... Vielleicht, weil du die 10... Oh. Ach, sollte ich das nicht sagen? Ach, shit. So. Vom Spiel? Spiel? Jawohl. Mief. Boah, ey. Ich wollte ihn erst noch mal weiterspielen, aber das wäre, glaube ich, voll in die Hose gegangen, wenn ich jetzt direkt weitergespielt hätte. Na, kommt nicht mehr dran. Bist kein Hund oder so? Oh. Ja, ich habe aber Hunde studiert. Also zumindest mein Hund. Da will immer ein Bällchen spielen oder geht mir voll am Sack. Also nicht am Sack, aber. Ich ärgere den mal gern. Lass es lieb. Da kommt nur ein bisschen raus. Oh. Meiner. Das ist jetzt schneller. Scheiß Ego, ey. Er schießt nur Tor. Mein Gott, ey. Da kommt immer noch ein Dritter dazu. So, du musst dich einfach machen. Du musst dich einfach machen, ja. Und dann wird sie höher wie jetzt kommen, umso einfacher werden die Gegner. Aber das habe ich so im Gefühl, aber weil unsere Stärke, also mein, oh mein Gott, weil unsere Sternezahl auch immer nach oben geht. Erstmal wieder richtig auf den Stuhl setzen. Und jetzt ja, geil, wir beide, man sieht noch meine Schuhe und der Wunger, hey. Diese Riesenfreude. 4-0 wieder. Wo war ich denn die ganze Zeit? Das ist gerade wieder der dritte Tor oder zweite Tor. Du hast eins gemacht. Ja, eins. Und das zweite. Ich hatte wirklich überlegt, die abzuspielen und dann stand ich so gut. Ja, weißt du? Also wenn die jetzt noch 6 kriegen, können die sich nicht beschweren. Nach 61 Minuten. Da 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 da. Wenn ihr euch jetzt an das erste. Boah, wenn ihr euch jetzt an den ersten Part erinnert, wie unser Das war ein Gebirge, ey, das war ein Gebirge. Das war echt ein. Das war Not gegen Elend, da wusste man noch nicht, wo geht die Reise hin für uns. Dann haben wir. Oh, ich bin jetzt sogar mit Abseitsfalle. Haben wir mal relativ früh festgestellt, dass. Wir für höheres berufen sind, oh. Ja, und jetzt gewinnen wir die Spiele ja relativ hoch, so. Sniffkids, er heißt ja, der Sniffkids. Ich hab 9,4, wa?
Der Name ist wieder da. Was? Der Name ist wieder da. Da. Mann, was ist denn jetzt los? Boah, er hätte jetzt auch noch gefehlt. Mal Spiel doch ab. Ey. Ey, oh, Freischuss. Meine Position, ey. Jetzt kommt nochmal ein Feinschmeckertürchen für euch. Werde ich nochmal so erwähnen. Oh. Oh. Boah, oh. Der war wohl so granatig geschossen, weißt du? Na, das war jetzt nicht so schlecht. Wie ich eigentlich gedacht habe, dass er schlecht kommt. Ah, nein. Ne, hab ich. Jetzt kommen sie. Ja, jetzt in. Da kommt der Enis, ey. Jetzt in. Oh, oh. Schade, ey. Hätte mal klappen können. So. Jetzt singt der noch. Beziehungsweise pfeift. Ah, ja. Hat nämlich noch Musik auf Ohren. Ja, ich hab keine Musik auf Ohren. Doch. Ne. Doch. Ne, ich spiele die ganze Zeit ohne Musik. Ich höre das doch. Nein. Ich kann doch. Keine Musik auf den Ohren. Können wir gerne wetten. Ich hab keine Musik an. Kann ich auch gerne mein Bildschirm zeigen. Da ist nichts. Nein. Nee, ich möchte ein Bildschirm da nicht auf dem Bildschirm sehen. Meine Naked Pictures. Nein, die möchte ich nicht. Die möchte ich mir nicht. Nicht? Oder nur ein Angebot, ey. Wollte mir letztens schon zeigen. Hat er gesagt, er hat einen schönen Pelz an. Wie Bär, ey. Komm. Mann. Oh, der hat ja ein Gesicht. Boah, wie kann man den denn so verunstalten, ey? Nicht, der wollte einen Penisnase haben. Unbedingt. Die ganze Karneval überall zu kaufen, ey. Na komm, lauf alleine, der Torwart. Ach, der ist sogar Penis. Geil, Penis. Das ist der Patrick Enis, ey. Boah, ey, noch einer. Wird es noch ein Türchen geben? Nein. Schade. Ist er noch im Feld. Das müssen wir tatsächlich so betonen. Denn geil, Torwart. Ich habe erst gedacht, wäre einer von uns. Werf schnell. Werf schnell. Werf. Jetzt. Ach, der Granado ist zur Kopfhörn im Moment nicht zu gebrauchen, ey. Nur mit dem Fuß kann das im Moment. Mein Gott, die trauen sich aber auch was, ne? Mit ihren Gummischüssen. Ich trau mir auch mal was. Das war der größte Gummischuss, den ich je gesehen habe. Mein Gott, du Wurst, ey. Penis. Boah, gegen zwei, Mann. Wir bogen an die Flanke. Oh, ne, doch nicht. Oh, hat mir gerade den Kopfball gesagt. Hat mir nicht gerade noch was. Oh, komm. Ja, ich hab. Ja. Ja, yeah, ich hab wieder eins gedrückt und rechten Stick nach unten. Ja. Dann macht er bei mir den DJ. DJ? Ja, guck mal, gewinnt der Kopfball ganz trocken. Der ist wahrscheinlich auch gar nicht hochgesprungen, ey. 3 Minuten noch zu gehen. 5:0, also er kriegt ja heute richtig was geboten. Penis. Mit der Rücknummer 69, also mehr muss man dazu nicht sagen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Oh, das wäre geil gewesen. In dem Moment mit dem Trick, Zidane. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt. Naja, ging in die Tonne. Ja, was kann denn? Jetzt! Gute Flankenmöglichkeit. Komm mal durch den Bergkopf. Ja, hast du nicht gesagt, ich wäre. Ich könnte nur noch mit dem Fuß treffen. Hab ich doch gerade gesagt, du hörst mir auch nicht zu. Ja, ich bin schon im in Schlafmodus. Ja, ich wollte gerade wirklich sagen, im Schlafmodus. Aber es gibt noch eine Ecke. Granado hat Bock auf diese Ecke und er hat auch Bock, die reinzubringen. Bunga Bunga. Oh! Der kann es auch mit dem Kopf anschauen. Oh. Jawohl! 6-0. Jungs, ihr seid live auf YouTube. Dafür. Geiler Scheiß. Dankeschön. Spiel. Die sind aber auch untergegangen. Die tun mir ein wenig leid.
da bis auf die 2-3 Schüsse, die sie daneben ins Tor gesetzt hat, oder immer wieder mal gerne aufs Tor geschossen haben. Also das war nichts. So kann man dem Ultimate NRW nicht anhaben. Und das war 6-0. Ja, 6-0. Boah. Was eine Blamage für die, ey. Was für ein Start in die neue Saison mit 6 Toren. Ihr habt den 10 Tore in einem Part gesehen. Stimmt. Schöne Tore habt ihr auch gesehen. Bock mal geil. Granado, Bunga Bunga. Hä? Achso. Boah, der sieht immer so viel aus. Bei Bunga Bunga mit deinem komischen Doppelnachname. Ach ne. Ah doch, der ist El Bunga Bunga. Hier, der. Na gut, boah, der 9,5 gekriegt, ey. Und hier der eigentlich nicht gewollte Schuss, aber trotzdem drin war. Boah. Hier der. Oh. Der 10. Sieg war das jetzt. Mhm. 6. Und hier. 6-0. Da hat er was versucht, was ganz Tolles, aber hat er nicht hingekriegt. Der jetzt hätte er schon lange fallen müssen. Der hat das schwerste Tor ever. Die Torjubel war da trotzdem am besten. Ja. Pfosten, ey. Und dann jetzt. Eiskalt. Wir sind schon 3 Spiele zu 0, überleg mal. Und aus den letzten 4 Spielen haben wir 4x zu 0. Aus den letzten 5 Spielen haben wir 4x zu 0 gespielt. Und hier, oh. Das 5-0. Oh. Ach du Scheiße, ey. Nachdem wir verloren hatten, ne, guck mal, wir haben im ersten Spiel 3-0, dann haben wir 0-3. Dann haben wir 3-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-0. Drei Tore, dann haben wir einmal 3-2 gespielt. 2-0, 4-0, 6-0. Dann war's. 6-0, 4-0, 2-0, 3-2. Dann muss ich nicht irgendwie das noch an Tore schießen. Tore 41, was? Okay. Körperlich. Ich brauche noch, boah, ich muss noch ganz viel gewinnen, ey. So. So, jetzt verlasse ich das Spiel gegen 9-1-1. Geronimo Sattarelli, ey. Sattarelli. Geronimo Sattarelli, ey. Ach du Scheiße, ne. Wer denkt sich denn solche Namen aus, für Schiris? So. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Part 7 ist damit zu Ende mit wahrscheinlich 30 Minuten oder was. Irgendwie sowas bestimmt. Ja, ihr habt 10 Tore gesehen. Ja, und jetzt überlasse ich den El Granado das Schlusswort. Ja, ihr habt wirklich 10 Tore gesehen. Das ist unfassbar. Wir sind auf einem guten Weg. Ein super Start in Liga 8. Jetzt wollen wir so schnell wie möglich in Liga 7 kommen. Eigentlich so schnell wie möglich nach oben. Ihr werdet noch einige Parts mit uns erleben dürfen. Ich hoffe, ihr wollt es auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, Ultimate NRW im Pro Club. Im zweiten Spiel. Gegen die Welt. Gegen den Rest der Welt. Ja. Bis dahin. Hallo. Hallo rein. Ciao, ciao.